Hallo zusammen. In diesem Video werde ich zeigen, wie man eine Solarzelle aus einer normalen DVD und 13er Dioden herstellen kann. Zunächst müssen Sie aus einem solchen Kabel mehrere Umdrehungen auf dieser Festplatte machen. Dann muss dieser Draht befestigt werden, heißt Clipper. Eine Wicklung ist fertig und es sind noch zwei zu machen. Insgesamt befinden sich drei Wicklungen auf der Disk. Jetzt müssen Sie zwischen diesen Wicklungen 10er Dioden löten. In diesem Fall verwende ich KS168 10er Dioden. Das Solarpanel ist fast fertig. Hier bleibt zum Beispiel nur eine der Wicklungen in der Mitte zu schneiden. Es wird einen Ausgang geben, um die Spannung zu entlasten. Jetzt werde ich diese Kabel schützen und einen Draht an sie anlöten. Danach wird es möglich sein. Starten Sie das Experiment. Und was sehen wir? Ungefähr 2,5 mV. Die Spannung springt ein wenig, aber im Durchschnitt sind es 2,5 mV. Wenn Sie diese Solarbatterie etwas näher an die Scheinwerfer bringen, erhalten Sie 3,5 mV. Sie können die Position finden, an der 4 mV erhalten werden. Unter Wohnungsbedingungen sind die Ergebnisse natürlich nicht sehr beeindruckend. Aber jetzt wollen wir sehen, was diese Solarbatterie zeigen wird. Auf der Straße. Heute ist es sehr sonnig und klar, daher werden wir das Experiment draußen fortsetzen. Mal sehen, was das Solarpanel bei direkter Sonneneinstrahlung zeigt. Aus irgendeinem Grund funktioniert überhaupt nichts. Arbeitet sie überhaupt nicht? Und die Spannung zeigt ca. 1,3 Volt. Jetzt werde ich versuchen, diese Solarbatterie in Richtung Sonne zu drehen. Und die Spannung springt sofort fast auf 1,5 Volt. 1,44 Volt. 1,45. Draußen zeigt diese Solarzelle deutlich bessere Ergebnisse als im Raum. Wie die Experimente gezeigt haben, hier ist eine hausgemachte Solarzelle unter direkter Sonneneinstrahlung gibt, etwa 1,5 Volt. Für sie ist es sehr, sehr gut. Es ist auch erwähnenswert, dass anstelle dieser 10er Dioden KSS 168 ich getestet und andere 10er Dioden,
sowie Dioden, von D522 und endet mit der sowjetischen Rarität D2. Aber die meisten, die hohe Spannung wurde mit der Verwendung dieser 10er Dioden, KS168 erhalten. In meinen folgenden Videos habe ich, werde noch ein paar solcher Sonnenkollektoren machen und versuchen, mit ihrer Hilfe einigen Niederspannungsgeräte zu versorgen, zum Beispiel werde ich versuchen, das Handy aufzuladen. Was daraus wird, können Sie in den folgenden Videos sehen. Um sie nicht zu verpassen, abonnieren Sie den InvexLab-Kanal. Wenn dieses Video Ihnen gefallen hat, dann vergessen Sie nicht zu setzen Gefällt mir. Ich danke Ihnen für das Ansehen und Tschüss.